nicht, was alles bedeutet. Das Entschuldigung. Ja, Schuss. Setz dich. Wir deklinieren gerade Verben. Hm? Ping. Was hast du für heute geübt? Pfimmen. Ich pfimme? Du pfimmst? S.I.S. pfimmt? Das war fast richtig. Es heißt, ich schwimme. Du schwimmst. Na, sag ich doch. Ich pfimme, du pfimmst, S.I.S. Pfimmt. Ich meine nur, Ping, ja, dass du das noch etwas trainieren musst. Okay. So, ich gebe euch jetzt als Hausaufgabe ein Sprichwort. Ja. Es heißt, Fischers Fritz fischt frische Fische. Oh, hm. Das ist aber ein schönes Sprichwort. Fippfers Fritz, fippfrippfippfippfe. So ein Blödsinn. Es heißt Fischers Fritz fischt frische Fische. Nee, es heißt Fippfers Fritz. Fritz. Fischers Fritz. Nee, es heißt Fippfers Fritz. Wohl. Nein. Fischers Fritz fischt frische Fische. Ping, ping, ping. Schusch, Ping, hört doch bitte, bitte auf zu streiten. Mann. Es muss heißen, Fischers frisch fitzt Fische frische. Hä? Was? Fischers fitzt frisch. Oder so. Ja. Ping, ich schreibe es einfach von der Tafel ab. Und du auch, Schusch, du kannst das Sprichwort auch gleich üben. Mach ich. Moment, wieso Pfupf? Das ist mein Sprichwort. Nein, mein Sprichwort. Nee, meins. Nein, meins. Das ist meins. Vielleicht mein. Nein, mein Sprichwort. Ruhe. Ihr übt beide das Sprichwort. Und morgen schauen wir dann, wer es am besten kann. Ja? Hä? Und ich? Bekomme ich gar nichts zu lernen? Du lernst ein anderes Sprichwort. Es heißt, zweimal am Tag putzt das Zebra sich die Zähne. Sehr einfach. Ja. Zweimal am Tag putzt das Zebra sich die Zähne. Das war schon ganz gut. Nur das musst du noch etwas üben. Aber warum putzt das Zebra sich die Zähne? Ja. Damit seine Zähne gesund bleiben und es kein Zahnweh bekommt, nicht? Jetzt verstehe ich auch, warum Butz zweimal am Tag das Haus putzt. Was soll das denn schon wieder heißen, Professor? Ich weiß auch nicht, liebe Wutz, was Schusch uns damit sagen will. Vielleicht, dass ein gut geputztes Haus kein Zahnweh bekommt. Oh, das ist eine hochinteressante Theorie, über die ich mal nachdenken muss. Bis dahin bleibt die Schule geschlossen. Na, endlich! Endlich! Oh. Wie das hier wieder aussieht! Anstatt deinen Schülern das Schwätzen beizubringen, solltest du ihnen lieber mal Ordnung und Sauberkeit lehren. Da gibt es schöne Merksätze dazu. Zum Beispiel, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, liebe Wutze, das ist ein sehr schönes Sprichwort. Möchte es einer von euch lernen? Oh, nee, ist ja gar kein Schwimmen. Ja, es ist... Und kein... An deiner Stelle werde ich das Sprichwort üben. Hä? Sonst hast du morgen keine Chance gegen mich. Fischers Fritz, fischt frische Fische. Nee, es heißt Fipp, Fritz, Fipp, Fritz, Fipp.
Nein, feschers Fretz, fest, fresche Fesch. So ein Angeber. Mir egal, ich gehe jetzt zu meiner Muschel. Aha, Mupfi? Was denn für eine Mupfi? Ich bin umgezogen in eine Riesenmuschel. Oh. Mir die auch mal an, Pfauen, deine Mupfel. Muschel, sag ich du. Ich weiß nicht, was alles bedeutet. Dieser Mupfel. Ja, und so praktisch. Sie ist mein erstes Haus, was ich Schuh machen kann. Und ich bin die Sonne geht auf und unter und schied über mich weg. Und der Mond geht auf und unter und schied über mich weg. Ja. Und die Sterne schied auch über mich weg. Boah, das ist aber ziemlich viel gezählt, was? Ja, aber schon nachdenken ist das super. Na, du hast es gut. Ich kann oft gar nicht richtig nachdenken. Vor allem nachts. Seelefant tötet mich immer ganz schrecklich mit seinem dauernden Gesang. Dich nicht? Nee. Ich kann mein Haus ja jetzt Schuh machen. Aha. Oh Mann. Wasser ist Wasser, Wasser. Ich weiß nicht, was alle. Na nu? Hallo, ihr da drüben! Die Sterne ziehen vorüber! Du musst jetzt aber da rauskommen! Und der Mond zieht weg. Hallo. Hast du gehört? Und die Sonne, die fein zu föhnen. Raus! Du kannst doch auch reinkommen. Da können wir ein bisschen zusammen den Mond und die Sterne anbauen. Nix da, das ist meine Muschel. Da. Ich will aber auch so eine schöne Muffel haben. Ja, dann such dir selber eine. Mann, das mache ich auch. Ich suche meine wunderschöne Muffel. Und meine Muffel wird noch viel, viel schöner sein als deine. Hallo, ihr da drüben. Da kommt was. Links. Oh, schau mal. Da schwimmt ein Eisberg. ein Berg, der schwimmen kann, das ist ja schimmlicher Blödsinn. Das ist ja fast wie ein Haus mit Scharenweh. Erkältet ihr aber nicht den Bauch? Nee. Ich bin doch ein Pinguin. Ich kann stundenlang auf Eis liegen, wenn ich will. Ja. Der fängt schon an zu tauen. Ein Eisberg, der taucht. Wie traurig. Hä? Baba? Hä? Hier steckt was im Eis. Was denn? Etwas Rundes. Ja, bestimmt eine Muschel. Ja, eine Muffel. Bestimmt eine Muffel. Wir müssen den Professor zur Hilfe holen. Ja, hier. Komm her. Warte. Leider. Was So. Der Sprechunterricht für Tiere, seine Problematik und Bedeutung von Professor Habakuk Tibaton. Das Werk ist vollendet. Toll, aber wer soll das lesen? Ja, meine Kollegen in Pumpolonien. Ach, die glauben das sowieso nicht. Das werden wir ja sehen. Zuallererst schicke ich dieses Buch diesem Dr. Zwengelmann. Da fällt mir ein. Wutz, ist heute keine Flaschenpost gekommen?
Doch. Ich warte schon seit Tagen auf die neue Ausgabe der Fachzeitschrift für Urtierforschung. Ja. Wutz? Mir wäre es lieber, du liest die Zeitschrift nicht. Wo ist sie, Wutz? Hier, aber nur unter Protest. Es ist nicht gut für dein schwaches Herz. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt wie gerade heute. Ja, und warum? Weil ich mich so gut um dich und deine Gesundheit kümmere. Wieso? Auf mich dagegen nimmt niemand Rücksicht. Das geht das. Geht's? Ja, hab ich gesagt. Okay. Herr Professor? Ja, alles klar. Zange? Zange? Moment. Hier. Ach ja, gut. So. Zange? Die Zange, ja. Mal sehen, was die Herren Kollegen diesmal über mich verzapfen. Wo habe ich denn bloß meine Brille? Auf der Nase? Ah, ja, tatsächlich, ja. So. Also. So. Hier, ist der Professor da. Ah, ja. Da ist er ja schon. Ein Artikel von diesem Zwängelmann. Das ist so unerhört. Ja, unerhört. Das einzig Unerhörte ist, dass ihr mir immer im Weg seid, wenn ich Hausputz mache. Immer wartet ihr so lange draußen. Ja, später. Da schreibt dieser Zwängelmann, Professor Habakuk-Tibatons sogenanntes Urmel existiert nur in der überreizten Fantasie des bedauernswerten Professors. Des bedauernswerten Professors, der meint mich. Und mich bedauert niemand. Dabei habe ich die meiste Arbeit hier. Die meiste. Ich schreibe ihm einen Brief, diesen Zwängel. Wo habe ich denn bloß wieder meine Brille? Da, wo sie immer ist. Ah, ja, natürlich. Ja, natürlich. So. Das Urmel ist ein nicht wegzudenkendes Bindeglied zwischen den Dinosauriern und den, wie heißen sie noch? Säugetieren. Was? Säugetieren? Ja, sicher. Natürlich, Säugetieren. Das klingt gut. Ja. Das klingt. Nein. Ich weiß was Besseres. Ich schreibe diesen Zwängelmann in Englisch. In Englisch. War in der Schule immer der Letzte. Professor, du bist total überreizt. Du musst ins Bett. Ich bin ja noch gar nicht müde. Das entscheide ja wohl ich, ob du müde bist oder nicht. Marsch! Marsch! Sag mal drauf! Ja. Der Professor ist sehr müde und muss jetzt schlafen. Ja, aber wir haben einen Eisberg gefangen. Ganz aus Eis. Das mit einer Muschel. Ein Eisberg? Ja. Mit einer Muschel? Ja. Hier? Ja. So ein Blödsinn. Nein, drüben am Strand. Ein Eisberg. Da muss ich sofort hin. Tim. Da lang, ja. Oh. Tim? Ja, hier, Salah, ja. Ja. Moment, na? Ich zuerst. Nein, ich war zuerst da. Du, ich war zuerst da. Nein, ich. Wenn ihr noch etwas diskutieren wollt, kann ich ja schon mal, ne? Ja, ich war zuerst. Moment. Jetzt wer wäscht deine Hosen, wenn sie dreckig sind? Ich. Du oder ich? Mann. Du? Ich bin zuerst. Aufsetzen. So schön, wenn man die Dinge sauber halten kann. Professor.
Jetzt aber ich an! Ich zuerst! Professor! Weg! Ja, ist er! Wo geht's dich? Entschuldigung! Ein Eisberg in diesen Gewässern ist sehr seltsam. Wieso? Ein Haus kann ja auch Schadenweh haben. Ja? Was? Ja. Trotzdem muss ich wohl eine völlig neue Theorie der Meeresströmung entwickeln. Hä? Das ist aber ein glitschiger Landeplatz. Hey, Victor! Ich hab den Eisberg zuerst entdeckt! Nein, ich zuerst! Nein, ich! Ich zuerst! Na gut, aber dann hab ich auf jeden Fall zuerst die Mupfel entdeckt. Muschel heißt das. Nee, es heißt Mupfel. Nein, Muschel. Mupfel. Muschel. Kinder, jetzt hört doch auf zu streiten. Passt lieber auf, dass wir den Eisberg und die Muschel heile an Land bekommen. Ja. An Land? Ich möchte keinen Eisberg an Land haben. Wieso denn nicht, liebe Wutz? Ja, weil der Dreck macht, natürlich. Zu spät, jetzt ist er da. Der ist sehr kalt. Ja. Ja, ist ja auch echtes Eis. Ha. In der Tat. Ja. Das ist Millionen Jahre altes Gletschereis. Was ist denn jetzt mit der Mupfel? Das ist gar keine Muschel. Was? Das ist ein Ei. Ja, also Ei oder Muschel, das ist jetzt, ich muss es sehen. Könnt ihr es mal runterbringen? Naja. Ja. Es ist festgefroren. Ja, da müsst ihr es vom Eis befreien. Es ist okay, machen wir. Nee. Auf dem Eisberg kriegt man ja richtig kalte Füße. Du musst Step tanzen, dann wird dem nur warm. Step tanzen? Wie geht das denn? So, pass auf. Das ist ja einfach. Nein, nicht tanzen! Sonst fällt das Ei noch ins Wasser. Hört auf, das Ei geht kaputt. Oh. Professor, nicht aufregen. Das schwache Herz. Das Ei hätte sowieso nur Dreck gemacht. Nur Dreck. Tim, tu doch irgendwas. Ja. Schusch, kannst du das Ei nicht an Land bringen? Ich versuche es. Ja. Oh, vorsichtig. Ich glaube, ich stehe vor einer ganz großen Entdeckung. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, diese Entdeckung wird mir nicht gefallen. Oh, ne? Ich helfe dir. Warte. Ablassen. Vorsichtig. Ich kann es kaum erwarten, das Ei zu untersuchen. Ja, das hatte ich erwartet. Und immer dann, wenn Hausputz ist, ich werde verrückt. Nein. Nein, ich werde verrückt. Bitte nicht, ich habe schon genug Ärger. Es ist ein urzeitliches Ei. Aha. Was ist denn da drin? Ja, also, in dieser Eierschale steckt wahrscheinlich ein Urme. Ein Urme? Ja, ein Urme. Was ist denn das? Ein Urme? Ja, also, ein Urme ist, das ist nicht so einfach zu erklären. Das ist ein Urtier. Es hat ein bisschen was vom Dinosaurier und ein bisschen was vom Mensch. Ja, niemand hat bisher das Urmel gesehen. Aber ich weiß, dass es das Urmel gibt. Und dass es wie ein Dinosaurierbaby aus einem Ei ausgebrütet wird. Als ich noch Museumsdirektor am Naturkundemuseum in Pompolonien war, habe ich durch jahrelange Untersuchung eines kariösen Brachiosaurus-Weisheitszahnes entdeckt, dass einmal
ein Urmel existiert haben muss. Aber Schönste kommt ja noch. Damals habe ich auch herausgefunden, dass es den unsichtbaren Fisch gibt. Und dass man den Tieren das Sprechen beibringen kann. Ja. Aber niemand hat mir geglaubt. Niemand. Vor allem nicht dieser Dr. Zwengelmann und der Direktor des Zoologischen Gartens. Dieser Habakuk-Tiberton glaubt, er wäre besonders schlau. Noch schlauer als wir? Das gibt es doch gar nicht. Eben. Wir werden diesem Professor eine Lektion erteilen. Er wird uns nicht länger mit seinen schlauen Theorien belästigen. Hast du schon meinen Artikel über die Sprecherziehung für Tiere gelesen? Ja, und dafür kriegst du sicher den Nobelpreis. Das glaube ich auch. Deine Kollegen? Oh, so schnell. Das hätte ich nicht gedacht. Der Zoodirektor und Dr. Zwengelmann. Ja. Kommen Sie rein. Nun, Sie sind sicher hergekommen, um mich nach den Forschungsergebnissen bezüglich des Urmel zu Urmel? Bis jetzt ist noch nicht bewiesen, dass ein Urmel jemals existiert hat. Nun, dann sind Sie hier, um etwas über den unsichtbaren Fisch zu erfahren. Unsichtbaren Fisch? Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass je ein unsichtbarer Fisch existiert hat. Nun, was führt Sie dann zu mir, meine Herren? Ihr Beitrag in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift von Pumpolonien. Ach ja? Hochinteressant, nicht wahr? Naja, Sie schreiben hier, Sie hätten eine Methode erfunden, nach der man Tieren die menschliche Sprache beibringen kann. Das versteht ein Tier die Sprache! Aber meine Herren, Kollegen, ich kann es Ihnen beweisen. Ich zeige den Tieren den Gegenstand und das passende Wort dazu und in null Komma nichts kann man sich mit ihnen praktisch über alles unterhalten. Gestern noch habe ich mit Wutz, meinem Schwein, über Ordnung im Haushalt diskutiert. Diskutiert? Mit einem Schwein? Ja, Wutz hat mir erklärt, dass es dringend einen neuen Wischmopp braucht zum Putzen. Aber meine Herren Kollegen, warum sollen nur Menschen putzen können? Ich meine natürlich ihr Sprechen. Wir Menschen sind im Prinzip nichts anderes als Tiere. Unerhört! Das ist eine Unverschämtheit. Menschen sind keine Tiere. Widerrufen Sie das! Ich denke nicht daran. Die Evolution. Sie sind ein Schwindler. Wutz. Die Herren möchten gehen. Ich hatte die Ehre, meine Herren. Hier ist die Tür. Wir gehen. Man hat uns rausgeschmissen. Eine Unverschämtheit. Mit so einem plumpen Trick uns weismachen zu wollen, dass dieses Schwein sprechen kann. Das ist fantastisch. Wie belieben, Herr Kollege? Das Schwein hat doch natürlich nicht selbst gesprochen. Nicht? Nein. Natürlich nicht, Herr Kollege. Schon mal was von Bauchrednern gehört? Aha, ein Bauchredner. Ist das ein verwahrloser Schwindler? Schwindler? Ein Irrer! Ein Irrer? Fantastisch. Und sowas ist Direktor in einer altehrwürdigen Anstalt? In unserem Naturkundemuseum? Oh,
er wäre bestimmt auch ein anständiger Insasse für unsere altehrwürdige Irrenanstalt. Köstlich, köstlich. Aber Moment. Was machen wir da mit diesem Tim? Das Jugendamt wird den Bengel bei anständigen Leuten unterbringen. Ja. Oder? Und diese Schweinehaltung im Museum. Herr Kollege, ich denke, auch dafür finden wir noch eine saubere Lösung. Ja. Dann haben wir wieder Sauberkeit und Ordnung hergestellt im Museum. Richtig. Ja, richtig. Sauberkeit und Ordnung. Und das mir. Ja, ja, so war das. Tim? Gibt's Frühstück? Du hattest doch damals alles mitgehört, nicht wahr? Ja. Wir mussten damals über den großen Ozean fliehen. Oh, ja, und jetzt ist der Zwängelmann Museumsdirektor. Und wir sind hier auf der Insel Titiwu. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich nicht immer alles sauber und ordentlich halte. Ich weiß, meine liebe Wutz. Wenn es jemand gibt, die Ordnung und Sauberkeit in einer Person ist, dann bist du das, Wutz. Ja. Und ich habe doch mit meiner Sprachschule gezeigt, dass Tiere nicht nur Ordnung halten, sondern sie können auch sprechen. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. Oh. 430. Was ist denn jetzt mit dem Urmel? Nun, ich werde auch der Welt beweisen, dass es dieses Urmel gibt. Na ja, vielleicht steckt es ja wirklich in diesem Ei. Ja, vielleicht. Ja. Deshalb haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Wawa, lauf bitte los und hol mir mein Hörrohr. Ich hab das irgendwo da. Das, Vorsicht! Wir müssen das Ei einwickeln. Tim! Ja, hier. Tim, hol bitte alle Decken und Handtücher, die wir haben. Schnell. Okay, Sir. Decken und Tücher? Moment, da rede ich ja wohl auch noch ein Wort mit. Du folgst mir. Schuss, Ping, nicht an dem Ei, Dings. Nicht gedingst, Ehrenwort. Er hat aber ein Stöckchen abgepackt. Nee, das hat... Schuss, drin, ich komme. Hallo. Eiskalt ist der Eisberg, der Eisberg wird nichts. So ich kann nichts hören bei diesem Geröre. Elefant, kannst du bitte mal ein bisschen leise sein? Nichts. Ich höre nichts. Das Ei ist wohl durch und durch Dings. Nicht gedingst. Gefroren. Ja, die Sonne kann es ja ausbrüten. Nein. Es braucht die Wärme seiner Mutter. Tja, und da seine Mutter schon lange nicht mehr lebt, müsst ihr sozusagen seine Mutter spielen und brüten. Baba, du machst am besten gleich den Anfang. Ich? Ich bin doch nicht bekloppt. Keine 10 Minuten hatte ich auf dem Ei auch schon mich zu erkennen. Lass mich doch auf das Ei. Ich kann stundenlang da drauf rumliegen, ohne mich zu erkälten. Peng ist zu klein. Eier, die ausgebrütet werden sollen, müssen gänzlich unter dem Bräter verschwenden. Oh Mann, Pfupf. Ich heiße Schusch. Klugpfeißer. Na, Schusch. Kinder. Kinder, jetzt nicht streiten. Schusch, was ist mit dir? Oh, ich muss meine Hausaufgaben machen. Feschers Fritz, fest, fresche Fische. Feschers Fritz. Nein. Wie wär's mit Wutz? Ja, genau. Niemals. Na, ist doch besser so, sonst gäb's der Rührei mit Pfinken. Aber, genau, warum soll
Ping eigentlich nicht brüten? Ja, brüten! Wir legen alle Tücher und Decken über ihn und dann ist das ganze Ei bedeckt. Tücher und Decken. Ohne mich. Ohne mich. Doch. Ja. Nur zu. Nur zu. Nehmt alles, was ich habe. Ich habe sehr viel zu tun. Ich bin im Stress. Ich brauche eine Kur. Ja, so fertig. Moment mal. Nicht die. Die nicht. Bitte. Wie lange muss ich denn hier drunter bleiben? So lange, bis das Ei die Temperatur einer Wärmflasche erreicht hat. So, kommt. Aber da muss ich ja ganz pfricklig pfitzen. Wenn dir zu warm wird, löst Wawa dich ab. Ach so, ja, ist gut. Und dann kommt Schusch und dann wieder du. So. Ja. Und wenn Seelefant nicht bald aufhört zu singen, kommt er auch noch unter die Decke. Mit lockigem Boah, mir ist heiß. Boah, ich schwitze frecklich. Ja. Besser schwitzen als schurieren. Na, wenn das so ist, dann kannst du mich ja jetzt ablösen, Wawa. Ja, hallo. Ich bin ein Waran. Und Waranen lassen von der Sonne brüten. Du bist ein Vögelchen und die brüten selbst. Ja, aber unter diesen Heizdecken kriege ich einen Hitzpflag. Wenn ich einen Hitzpflag kriege, dann kann ich sowieso nicht mehr brüten. Du bist vielleicht ein komischer Vogel. Hm. Wo ist ein Schusch? Der stellt sich bestimmt nicht so schimperlich an wie du. Nee, ich weiß doch auch nicht, wo Pfupf ist. Aber wenn wir jetzt nicht weiterbrüten, dann pfimpft der Professor. Bitte schön. Ja. Moment. Hilf dir. Jetzt. Ach, du dicke Pfeife. So. Ich hab dein Po gesehen. Aber sag Schusch, der soll mich wahnsinnig schnell ablösen. Ja, ich hab deinen auch gesehen. Mann! Was macht das Ei? Es brütet. Ja. Und wohin gehst du? Naja, weißt du, Wawa hat eine Mupfel und in die lege ich mich jetzt hinein. Warum gerade jetzt? Naja, ich will die Sonne anfauen und den Mond und die Sterne und weil Wawa gerade nicht weg kann. Weiße. Ich hab das alles gehört und wenn Schusch mich ablöst, fliegst du raus. Dann geh ich schon von alleine. So. Ha. Schusch, ha? Du musst mich ganz schnell ablösen, komm. Warum das denn? Du hast doch gerade erst angefangen. Weil du ein Vogel bist. Ja, und? Ja, und Vögel, also richtige Vögel brüten selber. Das stimmt, aber ich glaub dir kein Wort. Na gut, ich muss Ping aus meiner Muschel werfen. Das ist lustig. aber was ist, whoopala, wenn das Ei zerbricht? Ich schick dir Ping, der löst dich ab. Der ist auch ein Vogel. Aber also ein halber Vogel. Ja. Leg die Decken aber schön ordentlich über mich, hörst du? Wupsa. Weißt du, warum der ein halber Vogel ist? Nee. Der kann zwar brüten, aber nicht fliegen. Das stimmt. Moment. So. Ach, das fusche ich hier. Die Sonne geht weg und der Mond geht auf. Und die Sterne strahlen und die Wolken, die ziehen vorüber. Hallo! Gleich geh ich mal auf und dann strahlt hier nichts mehr. Ich will aber noch ein bisschen hier liegen und Wolken gucken. Ja, es geht aber nicht um Schusch ablösen. Oh, guck mal, das ist aber eine schöne Wolke. Ja, ich kenne Wolken. Nee, die ist aber besonders schön. Das ist ja Schusch. Das Ei! Das Ei! Es hat getickt! Nee. Hilfe! Mann. Hilfe! Hilfe! Ich kann nicht!
Das Ei, es hat getickt! Hilfe! Wer macht denn hier so einen Lärm? Hilfe! Ich weiß nicht, wer es ist, aber er tickt nicht richtig. Ja. Ah, ein Gespenst! Oh. Hilfe, wo bin ich? Herr Professor! Es ist doch nur Schusch! Hä? Ja, natürlich. Aber hat das Ei allein gelassen? Warte, Schusch, ich helfe dir! Ja, bitte! Hierher komm! Ah, ich kann nicht sehen! Tower an, Schusch! Ja. Nehmen Sie Landebahn aus! Ja. Langsam die Bremsklappen ausfahren! Und landen! Ja. Batman ist gelandet! Der mit meinen Decken! Das Ei, es bewegt sich. Das Urmel. Es ist ein bisschen hin und her gerollt. Der Nobelpreis. Nein, das Ei. Tim, wenn meine Theorie stimmt, dann ist es ein Urmelei? Ja. Was? Ja, dann wird mir den Nobelpreis verleihen. Und der Zwängelmann wird vor Zorn quietschen. Ja, ich muss sofort hin. In die Richtung. Was? Darum. Also hier. Was auch immer in diesem Ei ist, in mein Haus kommt es nicht. Wawa, Ping, Dings. Los, komm mit. Ja, Wawa. Hallo, wer ist denn da? Papa, pass auf, vielleicht kommt ein Ungeheuer heraus. Oh. Zurück, Achtung! Wir machen ja gar nichts, das Ding wackelt von ganz alleine. Oh, es lebt, tatsächlich, das lebt. Elefant, kannst du mal aufhören mit dem Singen? Warum? Wir kriegen ein Baby! Was soll das denn sein? Ich glaube, es könnte... Oh, du die liebe Güte! Ihr seht ja aus wie ein Frosch, so grün. Das hat ganz kleine Arme und Beine wie ich. Und es hat so kleine Flügel, so wie ich. Und es ist dreckig und ungewaschen, wie ihr beide. Ja, kein Zweifel, das ist ein Urmel. Oh, was für ein Wunder. Was? Wie bitte? Oh Gott, es hält mich für seine Mutter. Ja, ist das nicht faszinierend? Wir werden hier im Urwald eine Urmel-Babystube einrichten. Und du, Butz, darfst das Urmel aufziehen. Habakuk, ja. Ich führe dir den Haushalt. Ja. Ich nähe deine Knöpfe an. Ja. Ich bereite deine Mahlzeiten. Ja, du bist eine wunderbare Köchin. Vor allem dein, Pichelsteiner Eintopf ist köstlich. Und deine Erbsensuppe und dein besten ist da, wie heißt das? Mein Vogelhopfen. Ja. Sahnehäubchen. Richtig. Lenk jetzt nicht ab. Ich putze sogar den Dreck weg, den deine Schüler machen. Aber nichts, Habakuk, nichts kann mich dazu zwingen, dieses abscheuliche Monster zu babysitten. Wutz! Das Urmel ist ganz lieb. Nicht daran. Nein! Oh!
Okay, ich mach's. Aber nur, wenn du erstmal ordentlich in die Badewanne gehst. Wir machen dich schön sauber. Ja, überall. Vorne und hinten. Und in den Ritzen. Tim, Tim, Tim. Ja, Tim, Professor? Tim, Tim. Andersrum. Ja, ja. Tim, gib mir bitte eine Flaschenpostflasche. Welche denn? Da, die, da, da, die Post ist da. Normalbrief, kompakt, Maxi-Brief oder ein Einschreiben? Nein, 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 nein. Eilbrief. Eilbrief? Ja. Eilbrief, da ist er. Ja. Was hast du denn da geschrieben? Dass wir ein Urmel haben. Ein lebendiges. Ja. Ich dachte, du wolltest das in Englisch schreiben. Ja. Was? Ja, ich hab's mir anders überlegt. In Deutsch ist die Wahrheit für diesen Zwängelmann noch schwerer zu ertragen. Und jetzt weg damit. Schusch, schusch, schusch. Ja, schusch. Schusch. Komm ja schon. Da, ja da. Schusch, ja. Das ist ein Eilbrief. Mhm. Flieg bitte aufs Meer raus. Die Flasche muss in den Nordäquatorialstrom. Komm. Wenn du sie genau an dieser Stelle ins Meer wirfst, treibt die Flasche in 3 Monaten nach Pumpulonien. Okay. Da. Mach ich. Ja. Was war das? Das, ja, das ist ein Brief an Dr. Zwängelmann. Ein Brief. Ich ahne Schreckliches. Ich habe ihm geschrieben, dass du, mein sprechendes Schwein, das Urmel aufziehst. Der wird sich so grün ärgern, wie das Urmel grün ist. Wenn du mal da keine Dummheit gemacht hast, Professor. Majestät. Majestät. Was ist denn, Zwängelmann? Stellen Sie vor, heute Morgen steht diese Flasche vor meiner Tür neben der Milch und darin steckt dieser Brief. In der Milch? Aber nein, natürlich nicht, Majestät. Hier in dieser Flasche. Ah. Na und? Der Absender dieser Flasche ist unser Kollege Tiberton. Das ist der Professor mit dem sprechenden Schwein. Dieser Narr behauptet, er hätte ein Urmel ausgebrütet. Das kann überhaupt nicht sein. Ich selbst habe mittels genetischer Analyse meiner eigenen Haarschuppen bewiesen, und zwar klipp und klar, dass es niemals ein Urmel gegeben hat und auch niemals eins geben wird. Moment. Hier, das ist meine Forschungsarbeit, steht alles drin. Erklären Sie mir doch einfach in 1-2 Sätzen, was dieses Urmel für ein Tier ist. Ja, das Urmel. Das Urmel ist ein Großwild, ein Urviech. Wie soll ich das sagen in 1-2 Sätzen? So viel steht fest. Das Urmel ist unbekannt. Es hat also noch niemand gesehen. Auch nicht dieser Tiberton. Na, eins ist sonnenklar, auch wenn es dieses Urviech gibt oder so ein seltenes Tier, auf alle Fälle, ganz klar, ist es kein Urmel. Aber selbstverständlich nicht, wäre noch schöner. Donnerwetter! Sami, hast du verstanden, was dieses Urmel für ein Tier ist? Ich weiß nicht, aber wenn es das Urmel wirklich gibt, wofür klopfe ich mir denn dann dauernd auf den Daumen? Wie meinst du das? Naja, wenn das Urmel wirklich ein Urviech ist, dann ist diese Großwildsammlung unvollständig. Und dann kann ich sofort aufhören, Löcher in die Wand zu schlagen. Donnerwetter! Sami, du hast natürlich vollkommen recht. Die Ausstellung kann auf gar keinen Fall eröffnet werden, bevor wir nicht wissen, ob dieses Urmel existiert oder nicht. Fantastisch. Ich meine, Katastrophe. Und wem haben wir das zu verdanken? Hä? Diesen Habakuk. Ja. Dann regen Sie sich nicht auf, meine Herren. Sami? Ja. Sattel den Hubschrauber. Ja. Wir werden dieses Urmel-Ungetüm fangen und erlegen. Ja. Ha!
Kaya! Safari! Halt doch mal einen Moment ruhig. Na komm. Wohl. Oh, Willi. Cool. Komm, ruhig. Bleib du. Wie geht es denn so unserem Urmel? Gut, Professor. Es bekommt ja auch eine rund um die Uhr Betreuung. Ja, ich weiß, liebe Wutz, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Wenn du willst, kannst du dich ein bisschen ausruhen. Du möchtest mich wohl loswerden, Professor? Ja, nein. Wie kommst du denn darauf? Du wirst mir natürlich sehr, sehr fehlen. Na gut, wenn das so ist. Ich bin schon weg. Ja. So. Jetzt sind wir unter uns. Heute ist nämlich ein großer Tag, Urmel. Ja, du bist jetzt groß genug für deinen ersten Sprechunterricht. Freust du dich? Ja. Dann komm mal schön raus aus dem Dings da. Ja, dann nicht. Pass auf. Mach den Mund auf. Mund auf. Ja. Und sag. Das war schon nicht schlecht. Du musst es mir nur einfach nachmachen. Ja. Mäh. Also gut. Ja, gut. Schön. Ja, also, begabt bist du jedenfalls. Ja, die Vokale kann es ja schon, nicht meine. Naja, Vokale sind auch einfach. Warte mal, bis das Sch kommt. Das ist ein schiemlicher Schwungbrecher. Ja, das ist eine gute Idee. Yes. Was hast du da gerade gesagt? Urmelkind, sag das nochmal. Fritz! Nein, du hast ganz deutlich Mama gesagt. Baba, du hast es doch auch gehört, dieses Mama. Ja, schon, aber Mama ist auch einfach, da ist gar kein Strin. Es hat Mama gesagt, es hat Mama gesagt. Mama! Es hat Mama gesagt. Der kann sich aber freuen. Was hast du gesagt? Nichts, ich hab nichts gesagt. Oh. Du kannst ja auch noch gar nicht richtig schwätzen, ne? Übrigens, Urmel hat gesprochen. Ja, und? Ich muss putzen. Wie immer. Alles ist dreckig. Mit Pinguinfedern. Ey, fettig. Bäh. Bäh. Was hast du da eben gesagt? Urmel hat Mama gesagt. Zu dir. Ja. Oh. Nein, es hat auch nur dich gemeint. Mama? Ja. Mama? Mama? Mama! Mama! Ja, ja. Mama! Ich bin's, Mama! 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 Ja, mein Süßer, mein Liebling! Heute ist der schönste Tag in meinem Leben.
jetzt ziehen wir in die geputzte Hütte um. Du kannst ja schon laufen. Dann fahren wir eben mit dem Kinderwagen. Sag doch mal, Mann. Mimi, FM. Wir ziehen in die Hütte um. Ping, steh nicht so rum. Na, ich hab schon gut, ich kann ja auch gehen. Anstatt in meiner Schlummertonne herumzuliegen, könntest du beim Umzug helfen. Kaum ist das Urmel auf der Welt, kriegt es Puhn ein eigenes Haus. Aber wenn ich mal zur Probe in der Flummertonne liege, dann kriege ich gleich Pfimpfe. Leck mich doch am Arsch. Oh. Mama. Mama. Wie sieht es bei dir aus? Ich? Ja. Umzug? Ich hab ganz, ganz plötzlich ein wahnsinniges Ziehen im Rücken da. Ziehen im Rücken. Ich habe auch Ziehen in dem Rücken. Und niemand, hättest du ihnen nicht das Sprechen beigebracht, hätten sie nicht ständig tolle Ausreden. So schaut's aus. Yes! Tim! Ja? Tim, wärst du so freundlich und hilfst uns des Dings? Leider keine Zeit, es kommt gleich Verliebt in Berlin. Tim! Schien! Nanu, die Muschel ist Schuh. Wer da wohl drin ist? Ich glaube, ich weiß. Okay. Da schwimmt ja eine schiebelig große Muschel auf dem Meer. Schiebelig viel größer als meine. Wenn die den Pink sehen könnte. Mensch, der würde sich ja freuen. Wo ist die Muffin? Ich schäle bis drei, dann bist du raus, dann schwicke ich dich in den See. Nee. Eins. Nee. Zwei. Nein. Och, Mann. Drei. Mann. Ihr seid alle ganz fäustlich ekelhaft und könnt nur pfimpfen. Weißt du was? Ich gehe jetzt und ich sitze in meiner Muschel. Ich gehe jetzt und komme nie wieder. Und die Sonne geht auf und unter, Mann, und schiebt über mich weg. Ich gehe jetzt wirklich. Und der Mond geht auch auf und unter und schiebt über mich hinweg. Und die Sterne ziehen auch über mich weg. Sterne! Wiedersehen, Papa! Quasi wahnsinnig viele Sterne! Alles, eigentlich alles, wenn ich es mir richtig überlege, zieht über mich weg. Ein sensationelles Geziehe hier! Aber eigentlich auch ein bisschen langweilig. Findest du nicht, Pink? Pink? Ping. 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 Du kannst auch, wo ich mal in der Muschel liegen. Ping. Ich hab das nicht so gemeint, die ganze Zeit. Ping. Du kannst auch mal in der Muschel liegen, Ping. Ping. Ich hab das wirklich nicht so gemeint, Ping. Ping. Ping.
Pink, komm zurück, Pink. Pink ist weggegangen. Ach, was ist das denn? Das sieht aber lustig aus. Und die Musik. Pink ist mir scheißegal, ich geh mal rein. Wunderwetter ist das schön, auf die Jagd zu gehen, bum bum. Durch die Wälder, durch die Auen, nach dem Wind zu sehen, bum bum. Donnerwetter hoch die Blätter und dann krank ein Schuss. Bum. Donnerwetter, Donnerwetter, das ist dein Genuss. Heia, 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 Safari. Heia, 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 Safari. Donnerwetter, Weidmannsheil, ist des Jägers Freund, bum bum. Und auf gute Beute hoffen wir, bum bum, noch heut, bum bum. Donnerwetter, hoch die Klette und dann kracht der Schuss, bum. Donnerwetter, Donnerwetter, das ist dein Genuss. Heia, 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 Safari. Heia, 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 Safari. Da, da, da ist eine Insel. Eine Insel mit einem Berg. Und das Ungeheuer. Siehst du es? Nein. Oder doch. Da. Da liegt ein dickes Tier mit einem Schnurrbart, der so aussieht wie die Borsten meiner Zahnbürste. Ah, das schauen wir uns mal genauer an. Ja. Oh, hopp, Frau Mann. Da ist aber eine große Biene. Oh. Meinst du, dass die pftischt? Das ist kein Tier. Nee, was denn dann? Etwas Gefährliches. Oh, mit dem Pfinn. Ja. Oh, weit, da müssen wir uns verstecken. Los. Ich befürchte, man hat uns schon entdeckt. Komischer Tag heute. Oh, oh. Das Borstentier ist futsch. Das sehe ich auch. Aber es kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Hm. Ja. Guten Tag. Bitte? Ich sagte guten Tag. Sammy? Jawohl, Majestät. Haben wir die Tabletten gegen Sonnenstich dabei? Ja, 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 Majestät. Her damit. Ja. Ich habe auch noch eine Familienpackung mit Beruhigungstabletten dabei. Ja, ja, her damit. Ja. Oder Zahnschmerzen. Ja, her damit. Oder Durchfall. Ja, kann nie schaden. So. Jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Ja, was ist denn überhaupt los? Das Zahnbürstenmonster. Es redet. Oh, ja, dann sind wir ja wahrscheinlich auf der richtigen Insel gelandet. Wie meinst du das? Na ja, weil vermutlich hier dieser merkwürdige Professor lebt, der den Tieren das Sprechen beibringt. Ah, Donnerwetter, Sami, richtig. Da ist aber eine Pfähne, Mupfe. Mann, du! Die ist ja noch viel besser als die von Wawa. Mit dieser fliegenden Mupfe kann man ja direkt zur Sonne und zum Mond und zu den Sternen fliegen. Gehört euch diese fliegende Mupfe? Wer bist du denn? Ich heiße Ping und ich suche eine Mupfe. Du suchst eine Mupfe? Ja. Was ist denn eine Mupfe? Ne, Mupfel. Er meint Muschel. Mhm. Was wollt ihr hier auf der Insel? Mhm. Na ja, wir suchen ein schreckliches Ungeheuer. Kennt ihr es? Ein schreckliches Ungeheuer? Nee, wie sieht das denn aus? Ja, na, gute Frage. Ja. Naja, wie so Ungeheuer eben aussehen. Groß und dick, mit einem komischen Schwanz. Groß und dicke mit einem komischen Schwanz.
Wenn ich das Wutz erzähle, die wird ganz schön pimpfen. Ja. Was wird diese Wutz? Pimpfen. Nicht pimpfen, er meint schimpfen. Ja. Schimpfen, schimpfen, wie redet ihr überhaupt? Nee. Und wer ist diese Wutz? Ist es das Ungeheuer? Nee. Wutz ist ein Hausfein. Sie führt dem Professor den Haushalt und zieht das Urmel auf. Ja. Urmel, Sammy, wir haben es. Noch nicht, Majestät, wir müssen es ja erst noch kriegen. Was wollt ihr denn von dem Urmel? Naja, fangen oder schießen, egal. Das Urmel pfießen, das ist aber gar nicht schön. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er nicht mehr traurig. Ich dafür umso mehr. Ja, also ich möchte jetzt erstmal richtig schön was essen und was trinken. Nichts da, Sammy. Irgendwo auf dieser Insel steckt das Urmel. Los, den Ping hinterher. Oh, Mann. Was willst du denn schon? Herr Professor! Herr Professor! Herr Professor! Was Herr ist denn Professor? Los, Ping? Was ist los? Wer hat mich denn jetzt gerufen? Oh je, Tim, ja, Tim, gieß ihm kaltes Wasser über. Was? In die gute Stube? Es geht schon wieder. Nee, es geht. Ich bin nur zu schnell gelaufen. Ja, wo ist das Urmel? Da. Hier bin ich! Jetzt sag schon, liebe Pink, was ist denn los? Du siehst aus, als wenn dir eine Laus über die Leber gelaufen wäre. Nein, keine Laus, aber ein König. Ja. Was für ein König? Er kam in einer fliegenden Mupfel und er hat einen Kochtopf auf dem Kopf und einen Diener. Was macht er denn mit einem Diener auf dem Kopf? Und was macht er auf unserer Insel? Er will das Urmel pfießen. Das Urmel? Ja. Schießen. Mich schießen? Oh. Toll. Armes Urmel. Ich hab's gewusst. Was? Ich höre mich noch sagen. Professor F., machst du da auch keine Dummheit? Die Flaschenpost. Ich Dummkopf. Dummkopf. Allerdings, da hast du recht. Auf mich hört ja keiner. Armes Urmel. Wir müssen das Urmel verstecken. Ja, am besten sperren wir es ein. Ja. Oh, nicht einsperren. Ich will den König sehen. Ich habe noch nie einen König gesehen. Nichts da. Du gehst jetzt schön in dein Zimmer. Und da lese ich dir dann das Märchen von der Schweinefee vor. Oh, die blöde Schweinefee. Also, wir haben noch nie etwas von der Schweinefee gehört. Hä? Vom Urmel. Noch nie. Noch nie. Und das Urmelzimmer gibt's auch nicht. So, wir müssen jetzt rausgehen und uns zeigen. Warum? Er soll den Eindruck haben, dass wir nichts, aber auch gar nichts verheimlichen. Kommt. Alles gut. Hier ist schlecht. Hier ist zu. Müssen andere mal hier. Hier ist auch zu. Da kommt keiner raus. Oh, Moment. Dicke Kacke. Moment. Hier ist raus. Ja. Hui. Genau so habe ich mir den guten Mann vorgestellt. Willkommen auf der Insel des Friedens zwischen Mensch und Tier. Mein lieber Professor Tiberton. Landung.
Es ist mir eine große Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Seit langem bewundere ich Ihre Arbeit. Nicht doch. Doch. Darf ich Sie, Majestät, bei Ihrem kurzen Aufenthalt auf unserer Insel zu einem Glas Tee einladen? Nein! Es ist nicht aufgeräumt. Darf ich vorstellen, König Pumpernickel, Wutz, meine Haushälterin. Ein Schwein. Eine Schweinedame. Angenehm. Mir ist es ganz und gar nicht angenehm. Ich wollte gerade Hausputz machen und immer, immer kommt etwas dazwischen. Und jetzt auch noch so hoher Besuch. Wutz ist für mich einfach unersetzlich als Haushälterin. Ja. Natürlich. Es geht eben nichts über gutes Personal. Sammy, du bewachst den Hubschrauber. Jawohl, Majestät. Ja. Da, darf ich eintreten? Natürlich. Nach Ihnen. Tim, ja? Kümmere dich um unseren jungen Gast. Tach. Tach. Hübsche Hütte. Wo geht's denn da lang? Da drin ist wirklich gar nicht. So, verstehe. Da drin. Natürlich. Wo kann ich mich denn hier setzen, ohne Unordnung zu machen? Majestät, wenn Sie mit meinem Schaukampfstuhl vorlieb nehmen wollen. Das ist ein wunderschöner Platz. Ja, bitte. Oder hier. Ja. Vielen Dank. Danke. Ich werde zu Hause in meinem Palast auch eine Haushälterin einstellen. Wenn Sie, Wutz, also mal eine neue Stellung suchen. Nein, nein, nein. Ich kann den Professor ja nicht alleine lassen. Schade. Wirklich schade. Tja, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wo ist denn jetzt das Urmel? Hm? Das tut mir leid. Das ist schon gut. Ist ja nur Tee. Aber schön heiß. Ja. Schon in Ordnung, ich habe heute schon Beruhigungstabletten genommen. Ja. Wir waren beim Urmel stehen geblieben. Das Urmel, Majestät, was meint Sie? Mein Lieber, Professor Tiber Tong, der Entdecker des Urmels, von dem die ganze Wissenschaft mit Bewunderung spricht, fragt mich, was ich meine. Also, wo ist das Urmel? Majestät, ich muss Ihnen leider gestehen, ich habe mich geirrt. Es gibt da kein Urmel. Und die Flaschenpost? Nur ein kleiner Witz. Wirklich, ich bedauere sehr. Ist das auch wirklich wahr? Absolut. Professor, ich lasse mich nicht anlügen. Da würde ich mich ja vor Dr. Zwengelmann und dem Zoodirektor lächerlich machen. Ja, aber... Machen wir es kurz. Sie rücken das Urmel heraus, ich zahle einen anständigen Preis und das Urmel bleibt am Leben. Andernfalls... Ich bin ein hervorragender Schütze. Majestät! Nun gut. Nehmen wir einmal an, das Urmel existiert nicht. Nur in der überreizten Fantasie eines bedauernswerten Professors. Dann wäre ich ja ganz umsonst hierhergekommen. Ja. Das passt mir gar nicht. Andererseits, die Insel ist reizend. Ja. Oh, hier könnte ich mich glatt niederlassen, nicht wahr? Was? Ja, das ist eine hervorragende Idee. Ich baue uns einen hübschen Palast und dieser Zwängelmann kann uns mal den Buckel runterrutschen. Großartig. Was meinen Sie, Fräulein Wutz? Frau Wutz. Frau Wutz. Verstehe. Gut, Frau Wutz.
Sie könnten ja meine Hofmarschallin sein. Ja, das bisschen Haushalt vom Professor und mein Palast, das schaffen Sie doch mit links. Hm? Der Professor wird Staatsminister. Und unser junger Freund hier mit den blonden Haaren wird Adjutant. Der Pinguin wird natürlich königlicher Briefträger. Das ist aber eine schöne Idee. Und Sie wären bestimmt ein prächtiger Kammerdiener. Warum nicht? So wie Sie aussehen, können Sie bestimmt gut Schuhe putzen, hm? Und was werde ich? Ich möchte Königin werden oder Prinzessin oder Schweinefee. Was ist das denn? Schweinefee? Keine Ahnung. Nein, nein, dieses grüne Ungetüm hier. Wo? Na da! Noch nie gesehen. Professor, ja? Sie haben mich angelogen. Nein. Sami! Ah, immer Ärger mit dem Personal. Suche ich eben alleine. Werd das Ome schon finden. Ganz langsam. Oh, der König schießt auf Urmeli, aber hat mich bis kaputt gemacht. Und Urmeli nimmt Reiz aus. Aber jetzt sucht der König mich mit seinem lustigen Brummer. Ha, du bist auf der Flucht? Oh, ich bin gelaufen und jetzt brauchst du ein Versteck. Ah, du brauchst ein Versteck? Ja, ein Versteck. Ja, ich kenne ein Versteck ganz, ganz tief in der Höhle. Ich hab's entdeckt. Komm, ich zeig's dir mal. Oh, das ist toll. Oh, da ist die lustige Brummer wieder. Jetzt komm. Schnell, schnell. Schnell. Oh. Ui. Das ist aber finster hier. Ja, komm, ja. Oh, was pfeift denn da? Keine Ahnung. Es pfeift aber schön. Ja, Ummel, jetzt hör mal zu. Pfeift das hier immer so? Ich weiß nicht. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier stehen bleibst. Ich gehe zum Professor und sage ihm, dass ich dich gefunden habe. Hm? Ja, ja, aber das pfeift hier wirklich schön. Ja! Ich gehe jetzt und du musst hier bleiben. Tut. Tschüss. Kommst du denn auch bald wieder? Ja, ganz, ganz wahnsinnig schnell. Tschüss. Tschüss.
und nicht weiter reingehen. Nee, nee. Tschüss. Tschüss. Oh, ja. Hab's vergessen. Ich bleib hier stehen. Tschüss, Baba. Tschüss. 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 Ja, tschüss. So, dann muss ich doch erst mal tutten, wo die schöne Pfeiferei herkommt. Oh, hey. Nee, nicht von hier. Also, wir haben das Urmel nicht gefunden. Nein. Nun, da ist auch was Gutes dran. Ich möchte wissen, was daran gut sein soll. Nun, wenn wir es nicht finden, dann findet es der König auch nicht. Und solange wir ihn fliegen hören, wissen wir, dass Urmel keine Gefahr droht. Ich bräuchte mal ein Taschentuch. Ja, bitte. Ja. Bitte. Bitte. Danke. 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 Heute Nacht falle ich über den König her, wenn er schläft. Ich kann fürchterlich sein, wenn ich möchte. Wie ein Drache. Das stimmt. Was? Dass wir unser Ziel besser auf friedliche Weise erreichen wollen. Ich hab, dem König habe ich einen Brief geschrieben, in dem ich ihn bitte, die Insel wieder zu verlassen. Flapfenpost? Ja. Okay, Moment. So. Jetzt geht's los. So. Gucken? Ja. Okay, ich bring die Flaschenpost zum König. Nee, ich bin der königliche Postbote. Aber ich bin sein Kammerdiener. Genau, und der König hat gesagt, dass der Kammerdiener die Pfuhe putzt. Schuhe heißt das, nicht Pfuhe. Sag ich doch. Kinder, streitet euch doch nicht. Das. Achtung, Achtung, der König, er landet. Diese Bande. Aber denen werde ich es zeigen. Lass mich doch nicht von ein paar Insulanern in der Nase herumführen. Sammy! Sammy! Samuel! Was soll denn der Lärm? Was machst du denn da? Hab ich dir gesagt, dass du eine Muschel bewachen sollst? Entschuldigung. Hast du das Urmel irgendwo gesehen? Hier ist es nicht. Das sehe ich selbst. Dummkopf. Sammy, was ist denn los? Ich habe Hunger. Sonst hast du keine Probleme, hm? Doch, Durst habe ich auch. Ich kann mich auch nach anderem Personal umschauen. Ja, das müssen Majestät auch bald, weil ich dann verhungert bin. Sind Sie Herr Pumpernickel? Du weißt ganz genau, dass ich König Pumpernickel bin. Na ja, dann habe ich was für Sie. So, was denn? Moment, so. Ein Einschreiben. Mit Rückenfeigen. Ja? Ein Einschreiben. Her damit. Ja, Moment. Bei einem Einschreiben mit Rückenfeigen muss ich erst einmal den Ausweis sehen. Mein Ausweis. Ja. Das hier ist mein Ausweis. Und jetzt her damit. Was ist das denn? Das ist Elefant. Nein, ich meine dieses komische Einschreiben. Wie kriegt man das denn auf? Majestät? Nee. Schön traurig.
traurig, wie der heute wieder singt. Ja, allerdings. Dieser Gesang ist ein Trauerspiel. Verehrte Majestät, auf dieser Insel leben Mensch und Tier in Frieden. Mögen Sie keine Musik? Nein, nur Großwildjagd. Ach so. Wir bitten Majestät, die Insel schnellstmöglichst wieder zu verlassen. Ja. Ach, Gefühlsduselei. Sag deinem Professor, dass er mir den Buckel runterrutschen kann. Oh, das ist aber ein schönes Sprichwort. Was denn? Naja, er kann mir den Buckel runterrutschen. Sag mal, willst du dich über mich lustig machen? Naja. Na los, hau ab! Sonst lernst du bei mir fliegen! Ah, Hilfe! Oh, jetzt muss ich sterben! Oh. Nee, Moment mal. Nee, doch nicht! So. Aber jetzt. Findest du das nicht lustig? Doch, doch, sehr, sehr lustig. Ha, ha, ha. Du hattest doch Hunger. Jetzt nicht mehr. Auch gut. Dann hast du ja jetzt genug Zeit, dich anderweitig zu beschäftigen. Ich habe nämlich eine Idee. Oh je. Wir bauen, du baust einen Käfig mit einer Tür, die nicht wieder aufgeht, wenn ein gewisses Tier hineingekrochen ist. Und wenn's die Wutz ist? Ach, das wird nicht passieren. Das Ummel ist neugierig. Und wie jedes Kind will es alles haben, was es sieht. Hm. Wenn wir an den Käfig eine Tafel hängen mit der Aufschrift Urmelhaus, meinst du dann, dass das Urmel jemand anderen reinlassen würde? Ich fürchte nicht. Ja, ich auch nicht. Wie meinst du das? Ach, egal. So machen wir's. Wir fliegen scheinbar weg. Und da irgendwann kommt das Urmel zum Strand. Natürlich. Und sieht das Urmelhaus und spaziert direkt hinein. Richtig. Die Tür schnappt zu und das Urmel sitzt in der Falle. Wir kommen zurück, hängen den Käfig an den Hubschrauber und fliegen nach Pumpolonien. Ein toller Plan. Ist ja auch von mir. Er hat auf mich geschossen. Was? Zwei Füße. Oh. Vier Füße. Oh. Zwei Füße. Oh. Oh. 24 Füße. Oh. Das sieht ihm ähnlich, diesem Unhold. Er wird doch wieder auf das Urmel schießen. Ja. Wenn wir nur wüssten, wo es ist. Ja. Hätten wir alle Schuh! Was? Wow. Ja! Ich hab das Urmel gerettet. Was? Das Urmel gerettet! Ja. Wo ist es denn? Ich seh's nicht. In der Höhle! In der Höhle? Das ist gut! Wie? Was? Welche Höhle? Die Höhle, die ich entdeckt habe. Ja, wo ist denn diese Höhle? Ganz, ganz, ganz tief im Berg. Niemand kann da das Ummel finden. Aber wir müssen es doch finden. Oh Gott, das Ummel ganz allein in der Dunkelheit. Ich wär verrückt. Baba, du bist die Einzige, die die Höhle kennt. Du musst sie mir genau beschreiben, ja? Ja. Weil sonst das kleine Tintlein Tanis schöne Sachen sehen. Weil sonst das kleine Tintlein Tanis schöne Sachen sehen. Oh. Pfeifst du hier so schön? Ah. Guten Tat. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Es tut dir nichts. Ich bin das Urmel. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh,
Tanzt du da an das Pressen? Oh, weißt du was? Dann musst du mit zum Professor, Tom. Der kann dir das lernen. Oh. Ja. Dann tschüss. Oh, noch eine Frage. Tät's hier nach Hause oder tät's da nach Hause? Ta tut Tante. Oh. Oh. Sind so schöne Eiszapfen hier. Oh. Was riechst du so, Thomas? Das riecht aber sehr Thomas. Das riecht so Thomas, da muss man lachen. Ist das ein lustiger Rauch? Bananen oder Äpfel oder beides. Warum isst du nicht alles direkt hier auf? Dann brauchst du es nicht mitschleppen. Ach, ein dummes Ding, das ist doch für Omelie. Der wird sicher hungrig sein. So, der Plan ist fertig. Das hier ist der Berg in der Mitte der Insel und das ist die Höhle. Und da ist auch der unterirdische See mit der Riesenkrabbe. Ja, der unterirdische... Der unterirdische See? Das ist ja hochinteressant. Vielleicht finde ich da auch den unsichtbaren Fisch. Hehehe, Pfiffers Fritz pfifft, unsichtbare Pfiffe. Was? Fischers Fritz fescht unsichtbare Fische. So ein Blödsinn! Kinder! Der unsichtbare Fisch ist kein Blödsinn! Nur weil ihn keiner gefunden hat, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Wie willst du denn einen unsichtbaren Fisch auch finden, wenn man ihn nicht sehen kann? Man muss ganz leise sein. Wenn der Fisch redet, kann man ihn sicher hören. Ja, und hoffentlich redet er nicht so viel dummes Zeug wie ihr. Überleg doch lieber mal, was wir machen, wenn dieses Ungeheuer Appetit auf uns bekommt. Ein Ungeheuer? Oh Gott, das arme Urmel. Wir müssen los suchen. Ja, ja. Stopp! Ja. Das ist hier kein Spaziergang. Wenn der König uns alle sieht, dann weiß er doch direkt, wo es Urmel ist. Wir müssen ein schön in die Höhle gehen. Da hat Wawa nicht Unrecht. Mhm. Einzeln. Also los. Ja, ich bin Erster. Nein! Nein! Einzeln! Ma! So alter Burschen, Herrlichkeit, wohin bist du? Bald fertig. Das Haus oder ich? Das Haus natürlich. Das Haus dauert noch was. Wenn dieser Seeelefant die ganze Nacht singt, kriege ich bestimmt kein Auge zu. Ja, irgendwann muss er sich ja auch mal hinlegen. Hoffentlich. So. Ja. Jetzt ist das Urmelhaus fertig. Jetzt fehlt uns nur noch das Urmel. Hier habe ich es zurückgelassen. Urmel! Stimmt, war es wieder umgeschoben. Ich habe gesagt, es soll am Eingang bleiben. Bist du sicher, Wawa, dass das die richtige Höhle ist? Ja, und da ist der Weg zum See. Ja, also los! Los! Urmelkind! Urmel! Urmel! Hallo! Urmel! Hallo? Urmel! Urmelkind! Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?
war das, Professor? Das war bestimmt der unsichtbare Fipf. Oh. Also für einen unsichtbaren Fisch kann man ihn aber ziemlich gut sehen. Nein. Das ist eine japanische Riesenkrabbe. Krabbus gigantus sushimis. Die will nur spielen, die will nur spielen. Oh, fäuschlich. Von dem dauernden Gepfeife kriegt man Kopfschmerzen. Ja, ich frag mich nur, woher die Töne kommen. Das klingt wie Putz, wenn sie schläft. So finden die Urmel nie. Vielleicht hat ja dieses fäusliche Ungeheuer es aufgegessen. Nein. Ich glaube eher, das Urmel macht sich einen Spaß mit uns und spielt Verstecken. Übrigens, findet ihr nicht auch, dass es hier etwas sonderbar riecht? Ja, fauderhaft. Aber ich dachte, es wäre Wutz. Himmel, so werden wir das Urmel nie finden. Hallo. Da ist es! Hier, komm! Wir haben es gefunden! Oh, es bewegt sich nicht mehr! Oh. Ist es tot? Moment! Nein, es lebt! Aber es ist verletzt! Was machen wir denn jetzt, Professor? Oh! Es ist am Kopf verletzt! Vermutlich von diesem Stalaktiten dort. Oh, dieser ungezogene Kerl erfreut sich, dass unser Urmel verletzt ist. Wir müssen sofort raus hier. Das sind giftige Dämpfe. Vielleicht Lachgas. Baba! Hol Bingo! Ja, Bingo, raus! Ist zu spät, ist! Sei leise, der König treibt sich hier irgendwo rum. Leise, der König. Tut mir leid, Professor. Wir dürfen das Urmel nicht gefährden. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen Urmel verarzten und ein Versteck finden. Zunächst mal müssen wir dafür sorgen, dass diesen beiden das Lachen vergeht. Ja, fangen wir mit letzterem an. Ich kenne ein altes Hausmittel, das funktioniert immer. Fast immer. Du darfst auch mal in meiner Muschel schlafen. Wirklich? Nee, war nur ein Scherz. Das war ja ein tolles Hausmittel. Jetzt hört doch mal auf. Wir müssen Urmel verstecken. Ja, vielleicht verstecken wir es in meiner Muschel. Das ist gemein. Das Urmel darf direkt in die Muffel und ich werde immer rausgeschmissen. Ich hab einen besseren Plan. Wir schicken den König in die Höhle. Wieso das denn? Ja, da findet er Urmel nicht. Und dann? Ja, und wenn der König wieder aus der Höhle rauskommt, verstecken wir das Urmel wieder da. Wieso das denn? Weil der König dann das Urmel da nicht mehr sucht. Genau. Boah. Das ist aber ein ganz schön raffinierter Plan. Naja, der Plan hat einen ziemlich schweren Fehler. Einen schweren Fehler? Wie kommt denn der König in die Höhle rein? Ja. Einer muss den König reinlocken, den er noch nicht kennt. Ja. Ich? Ja, du! Ja, gut. Aber nur, wenn Ping mitmacht. Na gut. Majestät!
Was ist denn jetzt schon wieder? Vielleicht sollten wir den Professor und seine Tiere einfach in Ruhe lassen. Ach, wieso? Der Elefant lässt uns ja auch nicht in Ruhe. Und jetzt schlaf endlich. Morgen wird wieder ein anstrengender Tag. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Haltet ihr die? Was sag ich da? Haltet den Einbrecher! Halt! Den solltet ihr halten, nicht mich. Was rennst du hinter diesem blöden Ping her? Ich tu das nur. Das geht dich gar nichts an. Meinst du? Hm? Also, was ist los? Picken wollte in meine Muschel. In deine Muschel? Ja. Also ich habe eine Muschel und die Muschel ist mein Haus. Und ich kann es echt auf den Tod nicht ab, wenn so Pins da reingehen und so. Ich habe gedacht, hier auf der Insel sind alle Tiere Freunde. So was wie der ist doch nicht mein Freund. Ah. Dann könnten wir zwei ja Freunde sein, hm? Poh, ja. Hm? Nee. Freund. Der Feind meines Feindes ist ja wohl auch mein Freund, ne? Donnerwetter, hast du das gehört, Sammy? Ich bin ja nicht taub. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Unsere junge Freundin hier versteht etwas von Politik. Hm. Wie heißt du eigentlich? Wawa. Ha, Wawa. Ich bin König Pumpunell und das da ist mein Diener Sammy. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Kann ich helfen? Ja. Oh! Man kann auch drauf sitzen. Ja. Ja, meine liebe Wawa. Jetzt, wo wir Freunde sind, könntest du uns ja vielleicht helfen. Hm? Ja, wenn's sein muss. Du könntest uns zum Beispiel helfen, das Urmel zu suchen. Nein. Nein? Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das Urmel suchen würde. Wieso? Weil ich weiß, wo es ist. Du weißt, wo es ist. Ganz genau. Oh, das ist ja toll. Dann führ uns sofort dahin. Jetzt? Mitten in der Nacht? Warum denn nicht? Da müssen wir aber in eine ganz, ganz dunkle Höhle. Ach, das macht nichts. Wir haben Taschenlampen dabei. Ja. Na gut, aber auf eigene Gefahr, ne? Gefahr ist mein zweiter Vorname. Ha. Auf Urmelsafari. Jetzt habe ich das Urmelhaus aber ganz umsonst gebaut. Ach, das macht nichts. Hauptsache, wir kriegen das Urmel. Aber wohin? Da. Leise. Heia, Safari! Da kommt jemand in Deckung. Schneller. Sammy. Nein. Es hört uns noch eins von den sprechenden Tieren und verrät uns. Da kommt der König in Deckung. Der König ist drunter. Was war das denn? War was? Leise. Na das? Sammy, geh mal in die Büsche und schau nach. Nee, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Da gibt's Schlangen. Genau. Na, hast du es jetzt gehört? Ja, ja, ja. Jetzt, das, was war der Habakuk? Ein Kuckuck? Hier? Ja, ein Südsee-Haber-Kuckuck. Sehr lustig. Wawa ist gar nicht so dumm, wie sie aussieht. Denn du aber schon! Südsee-Haber-Kuckuck, Sammy. Donnerwetter. Ja, hier. Los, wir müssen willkommen. Weiter. Wir müssen weiter. Wunderschön. Heia, 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 Safari. Heia, 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 Safari. Na? Ruhig, Brauner, ruhig. Was sagt ihr jetzt?
Oh. Beeindruckend. Aber wo ist denn jetzt das Urmel? Da, da, ganz schön schöner See, das da, ne? Ja, ich will jetzt nicht baden. Da. Wo ist das Urmel? Das Urmel, ja. Das Urmel, das... Du, wenn du mich angelogen hast... Würde ich das nie Schuh geben. Wahrscheinlich hat es sich versteckt. Hm. Ja. Das. Also letztens, ne? Da habe ich noch am See gesehen. Aber es geht regelmäßig zur Tränke und wir müssen uns einfach nur verstecken und warten, bis es Durst bekommt. Apropos Durst. Ich habe Durst und Hunger. Wie wär's denn jetzt mit einem kleinen Imbiss? Nichts da, Sammy. Wir müssen zuerst das Urmel finden. Wawa. Wohin? Da, da, da vorne in der Ecke, ne? Da. Ha, ha. Wird's bald. Ha, ha, ja. Du gehst vor. Haia, haia, Safari. Haia, haia. Was ist das denn? Ein Vulkan? Was gibt's denn da zu lachen? Keine Ahnung! Lach nicht so blöd! Das wäre auch neu, dass du mal Ahnung hast. Jetzt wird's richtig! Donnerwetter! Was ist denn jetzt los? Verflixt und schuckelig, das muss ich dir auch noch retten. Leise, leise, ihr müsst leise sein, das ist Lachgas. Der Berg stürzt zusammen. Leise, der Berg stürzt zusammen. Oh Mann, oh. Da, schaut mal da. Ein Ungeheuer. Hilfe! Leise! Hilfe! Leise schreien kann der König nicht! Ja. Hilfe! Hey, guck doch mal jetzt! Hey. Was ist das denn? Kinder, hört doch auf zu streiten! Aber wir haben doch gar nicht gestritten! Die Erde hat gebebt, weil Wutz hingefallen ist. Oh, es war genau andersherum. Wenn du noch mal so eine Unverschämtheit sagst, dann werde ich dich rausschmeißen, Schusch. Kinder, hört doch auf zu streiten. Aber Professor, du hast ja aufgehört zu lachen. Was? Ja. Ja. Die Lage ist ja auch ernst. Da ist irgendetwas Schreckliches passiert. Hilfe! Was ist denn nun schon wieder? Herr Professor! Ratet mal, was ich ganz Schreckliches geträumt habe. Du hast bestimmt von einem Erdbeben geträumt. Stimmt, woher weißt du das? Wir hatten alle den gleichen Traum. Aha. Im Berg muss was zusammengestürzt sein. Aber da ist doch Wawa drin. Oh je, stimmt. Ich schau mal schnell nach. Ja. Urmel ist aufgewacht. Armes Urmel, sag mal was. Wann bekomme ich denn endlich mein Frühstück? Ja, das ist schön. Jetzt müssen wir nur noch die Ursache des Erdbebens herausfinden. Zum Glück waren wir nicht in der Höhle. Ja, wir nicht, aber Wawa und der König und Sami. Und was mit mir ist Möske Tinder-Sotolade? Herr Professor! Los! Herr Professor! Ja, Moment. Schnell! Ja. Der Eingang vom Berg ist zusammengestürzt. Da kommt niemand mehr durch.
Geschweige denn so ein langer Kerl von König. Och, das ist aber schade. Da kann der König unserem Omeli ja gar nichts mehr tun. Ha, das ist die gerechte Strafe. Nein. Wir können sie doch da nicht allein lassen. Nein. Es muss eine Lösung geben. Ja. Moment! Wie kommt eigentlich der See in den Berg? Ja, er könnte durch eine Quelle gespeist werden. Ja? Nein! Nee. Die Riesenkrabbe muss ja irgendwie hineingekommen sein, vom Meer aus. Ja, ich hab's. Es muss einen Zufluss vom Meer geben. Ja, und vielleicht kennt den ja Seelefant. Schusch, würdest du wohl mal? Bin schon unterwegs. Das ist die einzige Hoffnung, Kinder. Sonst gibt's keine. Ja. Frühstück, Tonflitz! Und Kinderpingu! Ja, mein Gott! Und Kinderpingu! Schöne Bescherung. Hunger. Ich auch. Gibt's noch was zu essen? Alles leer gefuttert. Auch das noch. Tja, das war's dann wohl. Wenn man tagelang nichts zu essen bekommt, bekommt man Halluzinationen. Ne? Dann sieht man Dinge, die es gar nicht gibt. Omel zum Beispiel. Ich will jetzt kein Omel. Ich will hier raus. Ich will raus. Ich will raus. Schrei nicht so, schrei nicht so. Was macht sie jetzt? Ja, jetzt kommt sie. Und frisst uns auf. Ja, wenigstens die kriegt was zu essen. Sammy, mach das Licht wieder an. Es geht nicht. Die Batterie ist leer. Ich sehe nichts mehr. Oh Gott, jetzt ist es aus. Wenigstens kann uns die Krabbe jetzt auch nicht mehr sehen. Ja. Nee, aber riechen. Ihr habt es aber eilig. Ja! Nun gut. Im Nordosten der Insel erhebt sich der große Felsen. Und dieser Felsen ist an einer Stelle ausgehöhlt. Dort unter dem Wasser läuft es in den Berg hinein und bildet in der Grotte den unterirdischen See. Danke, Seelefant, das war eine sehr erschöpfende Auskunft. Ja. Und eine sehr pfönige Pflicht. Aber erstmal musst du den König retten. Wer? Ich? Ja, du, bitte. Ei, Sir. Warte, ich komm mit. Auch wenn Papa nicht immer nett zu mir war. Aber jetzt braucht sie unsere Hilfe. Ja, Moment. Wir wissen ja noch gar nicht, wie wir helfen können. So. Jetzt hat das Urmele schön gefrühstückt. So, jetzt hat das Urmele aber ganz schön Durst. Nein, das Urmele soll aber nichts trinken. Du musst jetzt schlafen. Oh, ich bin aber putzmunter. Nichts da, du bist krank. Du bleibst schön hier, Mama Wut muss jetzt fort. Und das Urmel muss auch fort. Nein, das Urmel bleibt hier. Schlafen wird jetzt. Und Augen zu. 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 Tanz zu! Ja, tanz zu! Zu! Urmele, schlaf ein! Urmele, schlaf ein! Urmele, schlaf ein! Urmele, schlaf ein! Oh,
Ummel will nicht schlafen, Teen. Ummel will spazieren, Teen. So, wo sind die denn schon wieder? Das ist ja mal wieder typisch. Ich muss zu Hause bleiben. Ich muss alles machen, mich um alles kümmern. Ich muss F bügeln, F saugen, F putzen. Und die Herren machen sich einen schönen Tag am Strand. Toh! Ohne mich. Mit mir, meine ich. Oh. Hey! Alle Mamis sagen immer, Kindlein, Tippchen, Acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Kindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst könnte das kleine Kindlein keine schöne Sachen sehen. Weil sonst könnte das kleine Kindlein keine schöne Sachen sehen. Deinem Zimmer, ich komm bald nach Haus. Aber wenn das Kindlein fort ist, kennt es nicht mehr dran, weil es doch so viele bunte, schöne Sachen sehen kann. Weil es doch so viele bunte, schöne Sachen sehen kann. Dann nach Hause fröhlich geht, schimpft die Mami gleich das Kindlein, du kommst hier zu spät. Liebe Mami, sei nicht böse und merk dir zum Schluss, dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Aber ein schönes kleines Haus. Das ist ein Ummelhaus. Ein Ummelhaus. Ta. Für mich. Es hat eine Bauchtür. Ist nur für Bäuse. Man muss es missbitten. Oh, sehr kleine Tür. Oh, was zu essen. Jetzt die Tür zu. Ja. Na, es ist zum Verzweifeln, wenn wir nur wüssten, wie wir die drei aus der Höhle holen sollen. Man bräuchte ein U-Boot. Ein U-Boot? Ja. Das wäre die Lösung. Ja, natürlich, ein U-Boot. Ja, wir brauchen ein U-Boot, um den König und Baba und Samir aus der Höhle zu retten, klar. Ja, aber wir haben leider keins. Ja. Wir könnten doch aus Babas Mupfel ein U-Boot bauen. Nein! Nee. Du passt vielleicht in die Muschel rein, aber kein ausgewachsener 2-Meter-König. Ich hab's! Natürlich, wir können doch die Schlummertonne umbauen. Die Tonne als U-Boot? Gute Idee! Oh ja, groß genug wäre sie auch. Ja. Zum Glück ist der König nicht so dick wie Wutz. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Wutz, es geht doch um Leben und Tod. Ja, um das Leben eines gewissenlosen Urmeljägers. Ja, aber und seines Dieners. Außerdem ist da noch Wawa. Wawa, die sich nie die Schuhe abputzt, wenn sie ins Klassenzimmer kommt.
Putz, 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 putz. Anderes erwartet. Tipp! Tipp! Ja. Komm! Komm! Ja. Braucht er mich noch? Selbstverständlich! Mach dich schon mal fertig! Fertig? Wofür? Du bist unser U-Boot-Kapitän. Das verstehe ich nicht. Jemand muss unter Wasser das Kommando führen. Und das kannst nur du. Das verstehe ich weder. Ah, da ist sie schon. Jetzt wird alles gut. Danke, Wutz, danke. Ja, ich kann es nicht mit ansehen, dass ihr mir die Tonne sauber macht, wenn ihr sie zurückbringt. Und viel Glück. Junge, komm bald wieder. Sammy, mach Licht. Ich habe nur noch zwei Streichhölzer. Egal. Wir sind verloren. Hey, Alter, Fari, das Biest ist auch ein Großspüljäger. Das ist mein letztes Streichholz. Wir kommen hier nie wieder raus. Mami! Hilfe! Das war mein letztes Streichholz. Nein. Da hinten ist noch ein Ungeheuer mit einem Leuchtauge. Auf eins mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Zurück! Was war das? Zurück auf deinen Platz! Oder ich holz dich zu Zwetschgenuss. Aber Dolly! Schelefant! Bing! Oh, wir sind gerettet! Nicht so laut, Majestät! Bing! Wawa! Ihr habt doch gesagt, dass ihr euch nicht leiden könnt. Ja, was interessiert dich mein Geschwätsch von gestern? Du hast mich hier reingelockt! Ihr wolltet doch hier rein. Ja, aber jetzt will ich raus. Abwarten und Tee trinken. Bitte? Wir haben eine Bootpfaft für euch. Tja, wir wissen nicht, ob wir euch aus der Höhle herausfleusen können. Ja, traurig, traurig. Was soll das heißen? Naja, du musst uns dein königliches Ehrenwort geben, nie wieder das Ome zu jagen. Doch. Das ist Erpressung. Traurig, traurig. Majestät, ich befürchte, dass Ihnen nichts anderes übrig bleibt. Also gut, ich schwöre. Und was jetzt? Abwarten und Tee trinken. Ich will aber keinen Tee trinken. Ich will hier raus. So, wenn du das wirklich willst, dann musst du uns dein Gewehr geben. Mein Gewehr? Dir. Nein. Mir. Okay. Da. Yes. Da. Was macht er denn mit meiner königlichen Büchse? Ja, das war sie mal. Wie ein Schwindel! Betrug! Nicht so laut! Der Bär! Richtig, Donnerwecker! So, und jetzt? Majestät, die königliche Tonne ist gesattelt. Hä? Das ist ja gut schon Schlummertonne. Ja, aber jetzt ist hier ein U-Boot. Ah, Schlummertonne. U-Boot.
Ich, König Pumpernickel der Große, da rein, niemals. Wenn Sie lieber in der Höhle bleiben möchten, brauchen Sie es nur zu sagen. Ich bin schon da. Komme schon. Volle Fahrt voraus! Oh, Rock! Hau, oh, Rock! U-Boot-Fahren ist toll! Die Mondfipfe ziehen vorüber! Und die Seesterne winken einem zu. So, und fahren macht ziemlich viel Spaß. Mit einem sauschlecht bei. Ja, das macht ungefähr so viel Spaß wie eine Nulldiät in einer dunklen Höhle. Oh. Ahoi. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. Oh. Oder nicht. Ihr könnt mich heute nicht mehr traurig machen. Ich bin sowieso schon traurig. Mein lieber Professor, vielen, 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 vielen Dank. Ja, es ja, keine Ursache. Bedanken sich lieber bei unserem U-Boot-Kapitän. Na ja. Ah, da hinten schwimmt er. Oh. Ja. Großartiger Kerl, dieser Seeelefant, nicht wahr? Ja, seine Aussprache ist noch etwas verbesserungsfähig, aber sein Gesang ist es wundervoll. Ja. Je weiter er weg ist, desto besser klingt er, nicht wahr? Darf ich Sie jetzt zu einem Glas Tee einladen? Zu einem Friedenstee sozusagen. Sehr gerne, Herr Professor. Ich gehe nur ganz kurz zurück zum Landeplatz, mich ein wenig frisch machen. Gut, wir sehen uns dann nachher. Die Richtung bitte, Herr Professor. Ja. Hey, ja. Tim, fliegst du mit uns nach Pumpolonien? Sammy. Was soll ich da? Ja, im Palast, da gibt's lecker was zu essen. Sammy. Ich überleg's mir. Samuel! Ich hab's mir überlegt, ich bleib hier. Wutz! Tee kochen! Jo, wisst ihr, wo Urmel ist? Wieso? Ist es weg? Würde ich sonst fragen. Es kann ja nicht weit weg sein, Wutz. Urmeli! Urmeli! Jetzt muss ich wohl selbst den Tee kochen. So sieht's aus. Wenn ich nur wüsste, wie man das macht. Ja, heißes Wasser brauche ich und, ja, Teebeutel. Clever. Wutz. Urmeli. Wie kriegt man denn nur das heiße Wasser in den Teebeutel? Wenn du das Problem lösen kannst, kriegst du den Nobelpreis. Hä? Ja. Herr Professor. Ja. Hier ist das Urmel. Hier ja, drauf. Ich hab doch gleich gesagt, dass es nicht weit weg sein kann. Oh. Weißt du, was ich jetzt möchte? Ich möchte jetzt Spätstücken, weil gefrühstückt habe ich schon. Tschüss. Und der Mond geht auf und unter und schied über mich weg, ne? Oh, Fortnite! Und der Hubschrauber zieht über mich weg. Das ist doch das Urmel. Oh nein, Schweinerei! Zu einer Gemeinheit. Ich fliehte. Professor, der König hat uns belogen. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat sein Wort gebrochen. Ja, dieser Halunke. Dieser Zwängemann mit Urmel hinter Gittersperren und untersuchen. Er wird das Röntgen messen, wiegen und auch noch viel Schlimmeres mit ihnen anstellen. Und Klonen wird er es. Er wird ganz ja. viele Urmels daraus machen. Ja. Oh, nein, Urmel. Oh, Mama. Oh, das dumme Ding.
heißt es? Wie soll... Oh! Oh, warte! Aber es klappt! Au! Oh, bist du Start? Nee, eben nicht. Den oh. Tanzen, Felsen, Wände treten. Oh, 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 ich bin gelandet. Ich bin gelandet. Das war ein toller Flug. Mama, Mama, jetzt habe ich so Hunger von Fliegen. Machst du mir Pfannetuchen mit Tirschen und Totosnusssoße? Alles, was du willst, mein Schatz. Komm her. Mama! Oh, oh mein Schatz! Ole, 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 ole. Ich bin fröhlich, so fröhlich. Mist, ja, entschuldige für den Schrecken, aber das Urmel wollte unbedingt noch mal fliegen. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn es sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist es ja wie vernagelt. Genau wie Meister. Ja, allerdings. Donnerwetter. Außerdem musste ich ja noch was gut machen, nicht wahr? Was mache ich denn jetzt? Wieso? Ich dachte, Majestät, fliegen wieder zurück nach Pumpolonien. Ja. Aber die Ausstellung. Ohne das Urmel stehe ich doch mit leeren Händen da. Da mache ich mich doch vor diesem Dr. Zwengelmann lächerlich. Richtig, dieser Zwengelmann, ja. Was kann ich denn mitbringen? Wie wär's denn mit der putzigen Riesenkrabbe? Riesenkrabbe? Die passt ja gar nicht in den Käfig. Ganz richtig. Na, außerdem muss ich dir ja noch das Sprechen beibringen. Warum kann der Tönis nicht mich mitnehmen? Nein, das lassen wir jetzt schön bleiben. Dieser dumme Zwengelmann, der soll doch denken, dass es dich gar nicht gibt. Warum denn das? Ja, weil sonst die Insel bald ein Rummelplatz wäre. Rummelplatz, das klingt lustig. Ja, schön und gut, aber was bringe ich denn jetzt mit? Den unsichtbaren Fisch. Hä? Was ist das denn? Ja, also das ist folgendermaßen. Der Herr Professor, unsichtbare... Warte, ja. Ich habe eine Idee. Gleich wieder da. Ja, gut, also das ist folgendermaßen. Niemand hat bisher den unsichtbaren Fisch gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Es ist ein Fisch, der sozusagen ein Tarnkleid trägt. Oh. Hier drin ist er. Da drin. Aber ich sehe ja gar nichts. Verstehe. Er ist ja auch unsichtbar. Wir füllen das ganze Wasser in ein Aquarium und dann können alle im Naturkundemuseum den unsichtbaren Fisch bewundern. Großartige Idee, Sam. Auch wenn sie von dir ist. Und Sie, Majestät, werden derjenige sein, der der Welt den unsichtbaren Fisch geschenkt haben wird. Ja, und dieser Dr. Zwengelmann, der kann sich grün ärgern. Donnerwetter! Wo sind denn jetzt eigentlich Wawa, Schusch und Ping? Vielleicht sind sie ja jetzt auch unsichtbar. Und die Sterne ziehen über meine Muschel. Schusch! Ja, okay, ich gehe ja schon raus. Nee, komm, bleib liegen. Was? Rutsch nur ein Stück zur Seite. Oh, das wird kuschelig. Klasse. Mama, nee, hör auf, ich bin kitzlig. Aufhören! Du Seelefant! Seelefant! Was ist denn, Peng?
ich trauriges Lied singen. Warum möchtest du mit mir singen? Naja, weil ich gerade so schön traurig bin. Tatsächlich? Du hast gerade ein richtiges Sch gesprochen. Hast du das gemerkt? Ein Sch. Ein Sch. Ein richtiges Sch. Ich habe zum ersten Mal ein richtiges Sch gesprochen. Das ist aber pfön. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Zwei, drei. Erdacht, was sein Leben schöner macht. Fernsehkrimi, Polonaise, Akkuschrauber, Zimmelkäse. Zigarette, Steinpilzsoße, Technomusik, Vollnarkose. Und mit übergroßem Fleiß erfand er selbst das Erdnuss-Eis. Ja. Eine Körper wusste nicht, wie man mit den Tieren spricht. Dabei reden Tiere gerne über Sonne, Mond und Sterne. Der Öben jeden Tag ein Wort und lernen so. In einem Bad. So, Swabapim, das ist jetzt